Ein herzliches Willkommen also jetzt auch zum langen Kanten für die jungen Damen. 102 Biathletinnen werden sich gleich auf die 15 Kilometer rein in die Dunkelheit von Östersund begeben. Und mit Start Nummer 1 ist das die Polin Krystyna Pałka. Falls Sie sich wundern sollten, da steht doch Pałka. Habe mich ein bisschen umgehört bei den polnischen Kollegen. Pałka wird es gesprochen und heißt so viel wie Knüppel. Also, die erste, die die 15 Kilometer unter die schmalen Latten nimmt, Krystyna Pałka aus Polen. Dann schon eine der großen Favoritinnen dieses Winters, das war schon im letzten Jahr so. Marie-Laure Brunet hat noch mal zugelegt, ist noch mal stärker geworden im Laufen. Eine gute Schützin ist sie seit eh und je. Sie sind alle wieder mit dabei, die großen Favoritinnen. Daria Domracheva, Olga Zaitseva, Kaisa Mäkäräinen, Andrea Henkel. Nur eine fehlt. Magdalena Neuner, das haben wir jetzt schon genügend thematisiert. Geben wir denjenigen, die heute dabei sind, eine Chance und schauen auf die Nummer 3, auf Valentina Semerenko. Sie ist die kleinere und 15 Minuten jüngere Zwillingsschwester aus der Ukraine. Vita, die andere, die im letzten Jahr auch ein bisschen stärker war. Die beiden allerdings haben die meisten Punkte und die meisten Kohlen aus dem Feuer geholt in Sachen Nationencup-Wertung für die Ukraine. Und auf die beiden sollten wir auch heute achten, denn sie sind beide exquisite Schützinnen. Da prangen die großen Lettern Finnland hinten auf dem Rücken. Das könnte Mari Laukkanen gewesen sein oder Kaisa Mäkäräinen. Beide von hinten kaum zu unterscheiden. Die Startabstände, das ist wie bei den Männern, 30 Sekunden. Vorbereitungen bei Miriam Gössner. Der Teamarzt sorgt für die gute Laune und Andrea Henkel wird gleich die erste aus deutschen Landen sein, die sich auf die Strecke begibt. Die Stimmung großartig, ähnlich wie im Männerteam. Jung und alt haben keinerlei Probleme miteinander, trainieren, was das Zeug hält und sind gerüstet für den Auftakt in einen Einzelwettbewerb. Jana Gerikova aus der Slowakei begibt sich auf die Strecke. Im letzten Jahr ganz zum Ende der Saison noch mal richtig stark, die Slowakin. Und Andrea Henkel, froh gelaunt. 34 Lenze, die älteste im deutschen Team. Sie bekommt und sie braucht ein paar Freiräume, dazu vielleicht im Laufe des Rennens ein bisschen mehr. Die stärkste Slowenin des letzten Jahres und mit einiger Sicherheit auch dieses Jahres, Thea Gregorin. Wir erinnern uns noch an die Klassevorstellung der slowenischen Mixed-Staffel, die Silber gewann bei den Weltmeisterschaften in Ruhpolding. Da war sie ein ganz starker Baustein. Und das ist Kaisa Mäkäräinen, die immer gut gelaunte Finnin, die auch in diesem Jahr ganz bestimmt um die Krone, um die Weltcup-Gesamtwertung mitkämpfen wird. Aus Weißrussland als erste heute am Start, Nadezhda Skardino. Eine der sehr, sehr guten Schützinnen. Eine aus dem Team von Klaus Siebert. Und gleich wird es ernst für die ersten beiden deutschen Damen. Sie war ja schon einmal am Start, am Sonntag hier in der Mixed-Staffel mit einer Klasseleistung. Am Ende gab es Rang 4 für Deutschland. Andrea Henkel, 34 Lenze. Vor mittlerweile 12 Jahren schlüpfte sie hier in Östersund erstmals in das gelbe Trikot. Und nicht nur deshalb, auch weil sie hier schon viele gute Rennen abgeliefert hat, hat sie gute Erinnerungen hier an die schwedische Finsternis. So richtig hell wird es hier eigentlich gar nicht. Was der Helligkeit in etwa näher kommt, liegt irgendwo zwischen 11 und 13:30 Uhr. Ist aber lange vorbei. So, und gleich die nächste hinterher, Miriam Gössner. Über sie wurde ganz viel geschrieben und diskutiert. Das letzte Jahr lief überhaupt nicht nach Plan. Wo ist die gute Form hin von Miriam Gössner, die sie hier vor 2 Jahren hatte? Mit 2 tollen Rennen, 2 zweite Plätze. Vielleicht holt sie sie heute wieder raus. Unsere guten Wünsche hat sie jedenfalls. Und mit Start Nummer 10 geht die erste Schwedin auf die Strecke. Es ist auch das Jahr 1 nach Helena Ekholm, nach Anna-Maria Nilsson. 2 der besten, die besten Schwedinnen haben ihre Karriere beendet, genauso wie Magdalena Neuner. Und jetzt müssen die anderen ran. Anna-Karin Strömstedt zum Beispiel, eine sehr gute Läuferin beim Schießen.
hat es in der vergangenen Saison immer noch ein bisschen gehabt. Wir schauen erstmals raus auf die Strecken, das haben wir gestern schon gesehen. Die sind wirklich breit wie die Autobahnen, sehr, sehr gut präpariert. Die Temperaturen hier momentan bei etwa -6, -7 Grad. Es schneit seit 2 Stunden so leicht vor sich hin, so wie jetzt auch im Moment noch. Und dieses Mal die erste Vorgabe. Bei Kilometer 1,5 bleiben die Uhren zum ersten Mal stehen hier für Christina Pauka. Ja, und wird sie die neue Queen dieses Jahres? Schon im letzten Jahr hat sie Magdalena Neuner kaum nachgestanden. 17 Mal auf dem Podium gewesen. Daria Domracheva. Sie könnte die neue Überfliegerin werden. Aber Achtung, Tura Berger, Marie-Laure Brunet, Kaiser Merkereinen, die werden was dagegen haben. Wir sehen Marie-Dorin Aber, die Französin, die so ausgezeichnet schießen kann. 16 Mal unter den besten 10 in der vergangenen Saison. Das war eine gute Hausmarke. Und wir sind bei Valentina Semerenko und sehen, grün unterlegt, diese weiße 1,8 dort bedeutet, sie ist in Führung gegangen, ist 1,8 Sekunden schneller bei Kilometer 1,5. Als bis dahin die führende Polin Christina Pauka. Diana Razimowicz-Jute, schon seit vielen Jahren dabei, die Litauerin. So ganz weit nach oben in den Klassements ist sie noch nicht gekommen. Im letzten Jahr allerdings zum Saisonende mit einem 15. Rang in Chanty-Mansijsk. Da hat sie gezeigt, auch bei ihr ist der Knoten geplatzt. Ihr bestes Ergebnis, seitdem sie Biathlon betreibt. So, das ist vorhin schon mal angesprochene Mari Laukkanen aus Finnland. Profitiert ganz bestimmt von Kaiser Merkereinen und dem gemeinsamen Training. Mari Laukkanen, keine Freundin, kalte Temperaturen. Bin gespannt, wie sie heute zurechtkommt. Die 22, das ist die Nummer von Olga Zaitseva. Auch sie, wie schon in der letzten Saison, eine der großen Favoritinnen des Frauenfeldes. Lyudmila Kalinschik aus Borisov in Weißrussland. Zuverlässige Schützin, immer wieder, wenn weißrussische Staffeln am Ende großer Meisterschaften weit vorn waren, dann war sie dabei, zum Beispiel im Jahre 2011. Da gab es Bronze für die weißrussische Staffelmannschaft bei den Weltmeisterschaften. Anaïs Bescon aus der sehr, sehr starken französischen Mannschaft. Vor allen Dingen, was das Schießen anbelangt, waren sie im letzten Jahr kaum zu toppen in ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Von Jean-Paul Jacquinot trainiert, auch in den Sommercamps. Immer wieder wird großer Wert auf gemeinsames Training, auch mit den Männern, und viel, viel Schießeinheiten gelegt. Das Räuspern von Rico Groß. Und Andrea Henkel ist im Anmarsch. Ja, komm, Andrea, auf geht's. Komm, Andrea, auf geht's. Das sind 7 Sekunden auf die Spitze hier und 5 hinter der Miri. Komm, auf geht's, hopper. Wenn Sie sich wundern sollten, dass die Zeiten, die gestern Fritz Fischer und heute Rico Groß ansagen und die, die wir dann sofort danach eingeblendet sehen, sich unterscheiden. Es sind durchaus beides richtige Zeiten, Rückstände oder Vorsprünge. Nur die, die Rico Groß nennt, die wird 300 Meter vorher genommen. Und die wir eingeblendet sehen, die ist dann direkt bei Kilometer 1,5. Und jetzt Daumen drücken für Tina Bachmann mit Startnummer 19, die nächste Deutsche unterwegs. Ja, und die erste Fünfer-Serie des heutigen Abends ist eine fehlerfreie, abgegeben von Christina Pauka, der Polin. Im letzten Jahr schon sehr, sehr konstant. Immer zwischen den Plätzen 9 und 20, insgesamt 13 Mal. Das ist eine gute Basis, auf der sie aufbauen möchte. Jetzt Marie-Laure Brunet, wie im letzten Jahr, beginnt in der Mitte, jedenfalls im Liegenanschlag. Ja.
aus der Mitte heraus dann nach links. Klasse Serie. Wie gehabt, sehr zügig geschossen. Fast ein bisschen zu forsch und zu offensiv für ein 15-Kilometer-Rennen. Und Valentina Semerenko, die kann es genauso fast. Schoss von rechts nach links und der letzte war ein Fehler. Die Taurin hat offenbar gut zugeschaut, beginnt ebenfalls in der Mitte und schießt dann allerdings im Unterschied zu Brunet nach links und hat sich hier zwei Fehler geleistet. Und jetzt ist Olga Zaitseva unterwegs aus der sehr, sehr starken Mannschaft von Wolfgang Pichler. Viele der Favoritinnen jetzt innerhalb weniger Sekunden, 30 Sekunden nach der Russin Tura Berger. Sie ist die Weltmeisterin auf dieser Strecke. Sie ist die Olympiasiegerin auf dieser Strecke auf den 15 Kilometern. Das erste Mal in ihrer Karriere, als sie null Fehler in einem 15-Kilometer-Wettkampf geschossen hat, das war vor 2 Jahren in Pokljuka. Auch damals gewann sie. Tura Berger, eine der großen Favoritinnen. Und Tia Gregorin hat hier gerade geschossen, wenn ich es richtig sehe, fehlerfrei. Das war sie noch nicht, jetzt kommt sie, Tia Gregorin. Das war vor ihr die Slowakin Jana Girekova. Die ist mit 0 Fehlern raus und hat die Führung übernommen. Jetzt kommt Gregorin, beide in ähnlich farbigen gelben Trikots. Also Laufanzüge ähnlich, Schießleistungen identisch, beide mit 0 Fehlern. Und Daria Domracheva versucht ein bisschen die rechte Hand, vor allen Dingen den Abzugsfinger warm zu halten. Und auf die Strecke geht Kaisa Mäkäräinen. Eine Lena ist also doch dabei, denn deren zweiter Vorname ist Lena. Die Finnin unterwegs. Und Thea Gregorin auf Rang 2 hinter Girekova. Und jetzt die erste Fünfer-Serie von Andrea Henkel. Schade für Andrea Henkel, dass sie hier mit einem Fehler beginnt. Auch Miriam Gössner schon mit einem gelben Punkt hier bei der ersten Schießeinlage. Heißt also, auch sie hat schon eine Scheibe verfehlt. Und noch eine zweite obendrauf. Und Sie wissen, das bedeutet, hier gibt es keine Strafrunden, sondern pro Fehler gleich eine Strafminute. Eine also für Andrea Henkel, 2 für Miriam Gössner und gute Laune bei Franziska Hildebrandt. So, frisch lackiert die Scheiben, da sieht man ganz genau, wo die Schüsse landen und eben auch, ob sie dort landen, wo sie hingehören, nämlich im inneren Kreis, 45 mm im Durchmesser. Eine der Patronen hat es nicht geschafft bei Andrea Henkel, deshalb sie momentan auch nur auf Rang 7 nach dem ersten Schießen, auf Rang 8 Miriam Gössner mit 2 Fehlern. Auch Anna-Karin Strömstedt kommt hier nicht ohne Fehler davon. Links unten zum Vergleich die Führende, das ist die Slowakin Girekova, 9,26. Und über 1 Minute Rückstand für Strömstedt, das ist genau dieser eine Schießfehler. Die Laufzeiten in etwa identisch.